Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, vielen Dank für eure ganzen zahlreichen Kommentare, für die Likes und für eure Lösungen. Wir haben uns das natürlich alle durchgelesen und ich sag euch ehrlich, das einzige Problem, was gerade herrscht, ist diese dumme, komische Hochzeit. Erstens macht sie keinen Sinn, zweitens, das passt gerade zeitlich gar nicht rein, denn wir haben natürlich viel, viel mehr Beschäftigung mit dem Unheil zu tun. Und drittens, ich check's nicht, ich check's wirklich nicht. Ist ja auch egal. Leute, in dieser Folge erfährt ihr eine Theorie, denn am Donnerstag passiert was sehr, sehr krasses. Alle Infos dazu in dieser Folge, Freunde. Könnt auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, let's go! Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, ne, ich muss unbedingt alles tun, um diese dumme Hochzeit zu stoppen. Ich check auch gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Leute, könnt ihr mir mal bitte sagen, was deren komische Mission war hinter so einer komischen Hochzeit? Warum sollten die heiraten? Das passt doch gar nicht. Und ganz ehrlich, wie fühlt sich Sitastic dabei? Wie alt ist Timmy eigentlich? Wie alt ist sie? Hä? Das macht gar keinen Sinn, Freunde. Retalk, richtig komisch. Aber Leute, ich habe auf jeden Fall mit einem oder anderen YouTuber geredet und Donnerstag soll auf jeden Fall was sehr, sehr Wichtiges passieren, denn da gibt es noch Informationen zum letzten Unheil, Freunde. Denn ihr wisst ja, das Tor muss ja irgendwie geöffnet werden. Die Frage ist aber nur, wie. Freunde, das Problem ist, eine ganze Geschichte, diese Hochzeit, dann diese Unheile, das passt zeitlich alles nicht zusammen. Und ich habe seitdem auch wirklich mit Tobi nicht mehr gesprochen, ich habe mit Lukas nicht mehr vernünftig geredet, außer, dass er mir halt gesagt hat, dass er irgendeinen Schlüssel braucht, um das Tor zu öffnen und dass es was mit ihm zu tun hat oder so. Ich habe gar keinen Plan. Es ist einfach wirklich, jeder hat eine andere Theorie. Donnerstag soll irgendwas passieren. Weiß ich nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, Freunde. Und ich muss einfach gucken, was jetzt passiert. Ey, Bro. Real Talk, Tobi, du erscheinst immer so aus dem Nix, ne? Ey, ich sag dir, ich habe mich gerade erschrocken des Todes. Ich stand hier schon vor lange. Oh, was geht? Geht's dir gut, Bro? Mir geht es sehr gut. Ich danke dir übrigens, dass du Fisch da geholfen hast. Hast du das mitbekommen? Ja, natürlich. Ja, safe. Jetzt habe ich gesagt, dass ich euch nicht helfen werde. Deshalb kann ich nicht eingreifen. Ja, Bro, auf jeden Fall, was du da wieder im letzten Unheil, was zustande war mit diesem Labyrinth und alles, ey, das ist crazy. Aber Tobi, ich weiß, du kannst uns nicht helfen, aber vielleicht, guck, wir beide sind ja mittlerweile auch irgendwo Freunde, so, sag ich dir ehrlich. Und vielleicht kannst du mir den einen oder anderen Tipp geben oder irgendwie was, wie ich mich vorbereite für das nächste Unheil. Beziehungsweise den zweiten Part oder den zweiten Teil von unserem Unheil? Ich kann euch keine Tipps geben. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wenn ihr es weitermacht, das, was hinter der Tür ist, euer Ende sein wird. Du sagst, das, was hinter der Tür ist, wird unser Ende sein? Wenn ihr so weitermacht wie zuvor? Aber ich sag dir ehrlich, ich persönlich finde, dass wir das erste Mal jetzt wirklich als Team agiert haben. Du darfst nicht vergessen, die ganzen Höllenkrieger-Mitglieder und etc. Wir haben allen geholfen, auch Lofty und so alles. Ich weiß noch, Lofty, wir haben Lofty geholfen und so. Also wir haben echt schon als Team agiert. Ich verstehe schon, dass der ein oder andere immer ein bisschen Terror macht und jetzt auch wieder Timmy auch wieder in seinem Film ist und auch diese Sache mit Moni und ihm. Ich check das nicht. Ich check das wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber ich check das schon gar nicht. Aber mittlerweile, musst du dir sagen, haben wir uns doch echt verbessert, oder? Verbessert, ja, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Also, guck mal, ich habe auch noch eine Frage. Du guckst doch Animes, oder? Ja. Wie kann das sein, dass dieses letzte Unheil, was wir hatten mit dem Labyrinth und auch diesen Goblins und so, extremstes Solo-Leveling ähnelt? Irgendeine Inspiration brauche ich doch. Also hast du dich davon inspiriert? Kann es dann zufällig sein, weil die Goblins waren da, das Labyrinth, das Riesentor, verbirgt sich hinter dieser Mauer etwas ganz, ganz Gewaltiges? Wenn du das denkst, was genau da ist, wird ihr noch herausfinden. Okay, alles klar. Alright, dann ey, Tobi, ich danke dir, aber eine letzte Frage noch. Was passiert nach dem Unheil? Und das kommt darauf an, wie ihr euch schlagt. Wie wir uns schlagen? Also habe ich wahrscheinlich recht. Das war ein guter Tipp. Das heißt, es wird wirklich etwas auf uns kommen, wo wir uns... Wir müssen dieses letzte Unheil bewältigen zusammen. In deinem Video, ich erinnere mich. Übrigens, Leute, wenn ihr noch nicht Tobi abonniert habt, abonniert Tobi auf jeden Fall, denn es wird noch heftiger. Übrigens, in deinem Video letztens habe ich gesehen, es taucht ein Monster auf und deshalb ist meine Theorie gut. Jetzt, wo du sagst, wir müssen es sogar bewältigen. Oder das Monster könnten auch wir sein. Es gibt so viele Theorien. Viel zu viele. Aber kannst du mir bitte jetzt, gerade jetzt sagen, weil ich finde, ich bin vorbereitet. Rüstungstechnisch. Ich habe Erfahrungsflächen. Ich habe Enderkristalle. Ich habe Totems. Ich habe Essen, Goldäpfel, verzauberte Goldäpfel. Alles da. Aber
Gibt es eine Sache, was ich jetzt tun soll? Soll ich mich jetzt um Timmy und so kümmern oder soll ich mich um was... Kannst du mir wenigstens da eine Richtung geben oder weißt du es nicht? Ich glaube erstmal, dass ihr zu viel nachdenkt und zweitens, dass ihr euch zu sehr auf einen Kampf vorbereitet. Verdammt, er ist weg. Tobi, warte! Eine letzte Frage! Bitte komm zurück, eine allerletzte Frage! Wenn der Zeiger auf 0 steht, werde ich erscheinen. Eine letzte! Und danach kannst du gehen! Bitte! Es geht um Excalibur, bitte! Oh, Tobi, ist Excalibur verschwunden für immer? Ja. Das macht mich traurig. Das macht mich wirklich traurig. Also kann ich die Hoffnung verlieren, dass Excalibur mir helfen wird beim Unheil. Leute. Also um eure Frage zu beantworten in den Kommentaren, lohnt es sich auch nicht, irgendeinen Trank weiterhin des Suchenden zu machen. Oder beziehungsweise nach dem Excalibur zu suchen. Das wird alles nicht funktionieren. Aber ich frage mich, was passiert denn jetzt hiernach? Immerhin ist ja das... Boy! Tsitashi? Was geht, Kian? Bro, alles klar bei dir? Bro, bei mir ist alles gut. Bei dir, Bro? Ach, es geht, Bro. Ich habe gerade erfahren, warum? Dass das Excalibur nicht mehr... Also es verfügt keine Kräfte mehr und es wird nicht zurückkommen. Bro, hast du schon mitbekommen? Es gibt bald eine Hochzeit auf der YouTuber-Insel. Bro, ich hab gesehen. Ich glaube Timmy und Muni, oder? Deine Meinung dazu, bitte. Bro, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Bro, ist das nicht ein bisschen weird? Also weird as... Ja. Digga, ich kann das komplett gar nicht nachvollziehen. Retalk, ich verstehe gar nicht, was deren Mission ist. Aber egal, was passiert, ich wollte dich fragen, Tsitashi. So mittlerweile, ich sag dir ehrlich, kenne ich schon so lange und du bist so ein treuer Freund von mir geworden und du bist immer da gewesen, auch wenn du jetzt in einem anderen Clan bist und alles etc. Wollte ich dich fragen, ich will diese Hochzeit stürmen. Und ich brauche dafür, ich brauche dafür auf jeden Fall, Tsitashi und ich werden das tun. Und da brauche ich noch einen sehr, sehr starken Krieger und da wollte ich dich fragen, ob du an meiner Seite stehen wirst und dann kämpfen wirst. Bro, also ich bin dir ehrlich so, eins habe ich zwar damit nichts zu tun, aber Timmy hat mich schon sehr oft genervt, also Bro, ich bin dabei und dir helfe ich doch immer gerne. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich habe auch gerade mit Tobi geredet. Hast du irgendwelche neuen Infos Tobi? Zu ihm? Ja, ja. Bro, weißt du, was gestern passiert ist im Fischer Stream? Ich habe ihn einfach weggeklatscht. Ich habe ihn getötet. Du hast Tobi gekillt? Den Admin? Warte. Tobi, Admin, Tobi, Tobeit. Der genau Unheil, der Anlasser und der ganzen Unheils auf der YouTuber-Insel. Genau den. Der für das ganze Desaster hier sorgt. Den hast du ganz getötet. Genau. Was? Ganz genau, Bro. Wie kannst du bitte einen Admin killen? Bro, ich habe nicht umsonst den Titel als den stärksten. Guck mal, du musst sehen, er hat mir die ganze Zeit Effekte gegeben. Ich habe ihn die ganze Zeit so ein bisschen getrollt und so und er hat mir Effekte gegeben. Ja. Yeah. Und ich bin weggeflogen und dann hat er gesagt, komm, wir machen. Also ich habe gesagt, komm, lass uns ein Fehler 1 gegen 1 machen. Da ist der Survival-Mode gegangen und hat mich die ganze Zeit geschlagen. Und ich habe ihn in Lava gesetzt. Er hat versucht rauszukommen. Lava? Hat es nicht geschafft. Ich habe auf ihn eingeschlagen. Lava? Und dann, warte. Und dann ist er gestorben in der Lava. Also hatte ich doch recht. Ich habe doch gesagt, Tobi ist schlechtes Lava. Von Anfang an. Stimmt. Du hast das mal gesagt. Warte, komm mal mit. Komm, Bro, ich komm. Das heißt, die Schlüsselobjekte? Schnitt? Ja, ach so, wir haben die Schlüsselobjekte doch verbrannt. Bro. Hast du das Schlüsselobjekt verbrannt? Wir haben doch alle Bücher, alle Unheilsbücher in die Lava geschmissen, wo Fake Janus gekommen ist. Ah, stimmt. Fake Janus war Alphastein. Aber es hat sich herausgestellt, weil ich gesagt habe, meine Theorie ist, wenn wir das alles wegschmeißen, dann wird er eine Schwäche bekommen und ist anfällig auf Lava. Und es ist passiert. Tobi ist Admin, aber kann durch Lava killen. Bro, also du laberst jetzt keinen Scheiß. Es ist wirklich... Ich laber keinen Scheiß. Er ist wirklich gestorben, Bro. Ich habe ihn bekämpft und er ist an der Lava gestorben. Da stand im Chat, Tobi irgendwas hat beim Versuch zu fliehen in der Lava verbrannt von Tsitashi Toji. El Tsitashi. So stand das im Chat. Weißt du, was das heißt? Was denn? Wir brauchen unbedingt fürs letzte Unheil Lava. Bro, Lava? Das ist ein Zeichen. Wir brauchen Lava. Wir müssen mit Lava-Eimer reingehen. Bro, das finde ich sehr gut. Ich bin gut gewappnet.
Bro, wir brauchen einfach Lava, ich glaube es nicht. Wir müssen Lava und ey, Bro, ich sehe gerade Mooney ist sogar online. Lass uns auch noch mit ihr reden wegen dieser Sache mit Timmy, dass wir mal überhaupt ihre Meinung hören, was da überhaupt Sache ist. Weißt du, wo sie sein könnte? Bro, ich habe gesehen, sie baut ein neues Haus. Hier unten direkt. Wir können mal dahin. Lass da mal hin, ich folge dir. Okay, Bro, let's go. Let's go. Hier oder was? Wow. Ich glaub das. Oh, okay, oh, stopp. Mooney? Ja, hallo. Hey, geht's dir gut? Bro, ist das dein Haus? Ja, das ist mein Haus. Was hast du denn hier gebaut? Holy shit, das sieht ja so aus wie bei mir zu Hause im echten Leben. Spaß. Das ist. Boah, was hast du für ein krass. Also, Mooney, heftig. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich glaube, 5 Stunden oder so. 5 Stunden, Mooney, ich muss mal mit dir reden. Es gibt ein ganz, ganz, ganz kleines Problem. Okay, was los? Also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich habe schon so mitbekommen bei dir und Citastic, diese Filme und jetzt noch Timmy, der sich da einmischt. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein gewaltiges Problem mit Timmy. Okay, der hat auch jetzt irgendwie Pisch da unter der Backe und macht da irgendwelche Aktionen und Katastrophe, whatever. Mhm. Meine Frage an dich ist, weil wir zwei wollen dir helfen. Timmy sagt, ihr wollt heiraten? Ja. Das ist crazy. Und... Du willst ihn auch heiraten? Ich mach das nur, damit er gut wird. Also ich versuch zumindestens. Aber ist das nicht gegen deinen Willen, Mooney? Oder ist das wirklich eine Entscheidung von dir? Das ist eine Entscheidung von mir. Und warte mal, ich komme gerade nicht klar. Warte, okay, das heißt, ihr heiratet. Was ist mit Citastic? Er ist mein bester Freund. Aber warte ganz kurz. Stopp mal. Also, er zwingt dich nicht zu der Hochzeit? Nein. Also, ein bisschen. Aber. Wie ein bisschen? Erzähl. Also, er zwingt dich. Du musst dir keinen Kopf machen. Ich werde ihm. Also, wenn er dich zwingt, kannst du jetzt mit uns reden, damit wir dir helfen, weil. Wir sind für dich da. Okay, wir wollen dich retten. Wir wollen dich aus dieser Notlage befreien, weil ich glaube nicht, dass du Timmy heiraten möchtest. Und der Typ wird auf jeden Fall nicht gut, wenn du ihn heiratest. Aber Timmy ist richtig lieb zu mir. Ja, aber er ist lieb zu dir, weil... Oh Mann, scheiße. Er hat Gehirnwäsche. Vogel, was machen wir jetzt? Ich komm nicht raus! Hilf mir, mach Wassereimer oder Lavaeimer, ist mir egal. Okay, Lavaeimer. Nee, okay, ich nehm doch lieber das. Ey. Mooney! Geht dir noch gut? Okay, ey, warte. Ja, mir geht's gut. Und was machst du, wenn ihr heiratet und er trotzdem böse ist? Soweit habe ich nicht gedacht. Weiß ich nicht. Willst du diese Hochzeit wirklich? Ja. Scheiße, Mann! Zitachi! Hey, warum schickst du mich? Bro, was machen wir? Ich weiß nicht. Ey, nein. Was? Warum heißt meine Elite heißt Mashallah? Egal. Auf jeden Fall, Bruder. Bruder, sag ich. Ich bin schon Mooney. Mooney. Ja. Eine letzte Frage. Was machst du, wenn wir die Hochzeit stürmen? Das ist theoretisch. Was wäre, wenn? Keine Ahnung. Fändest du das gut oder fändest du das schlecht? Oder neutral? Neutral? Okay, das heißt, ihr gibt uns das... Okay. Okay, nächste Frage. Und Citastic ist dir völlig egal? Er ist mein bester Freund. Ja, aber meinst du nicht, dass wir dir seine Gefühle zerstören, wenn du das tust? Warum Ender Crystal? Ey! Was ist Citastic? Für dich? Ey, hör auf, hier zu drohen, Digga, leg mal dein Dings weg. Jetzt bist du gerade der Böse. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir um F an den gefallenen Bruder. Ach so, aber trotzdem pack den Enderkristall weg, der ist gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich den wegpacken soll. Warte mal. Ey, nein, nicht dein Ernst, oder? Ich weiß, wie ich den wegpacken soll. Alles gut. Wasser und dann abbauen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob Wasser bei Enderkristall klappt. Ey, was hast du getan? Auf eigene Gefahr? Hat jemand Blöcke, damit ich... Ja. Och, was machst du da?
Sitachi, was machst du da? Hier geht doch nicht. Alles gut, ich bin Meisterentschärfer. Okay, okay, alles klar. Hör zu. Du weißt schon, dass er richtig ekelhafte Absichten hat, wenn er dich heiratet. Dass du dann Königin hier bist und er König, aber das negativ. Ne, nicht König, nicht, dass ihr die Queens und Kings seid, die hier gefeiert werden, sondern ihr seid die, vor denen man Angst dann hat. Willst du das? Nein. Digga, wir springen diese Hochzeit so krass, ne? Ist mir egal. Moni, ich weiß, vielleicht. Du willst vielleicht nichts sagen, aber wir retten dich, okay? Wir sind für dich da. Die Hochzeit, okay. Die Hochzeit ist am Mittwoch, habe ich gehört. Also sprich, ja. Morgen. Okay. Hey, Bro. Bro, das heißt, morgen, wir werden da sein und genau dann, wenn er dich fragt und sagt, ich weiß nicht, Lofty macht sogar, glaube ich, Dings, wenn er zu dir sagt, Moni, möchtest du ihn zu deinem Mann nehmen, dann werden wir eingreifen, okay? Okay. Erzähl das nicht, Timmy, versprichst du mir das? Ich verspreche. Okay, alles klar, ey, Sitachi, wir müssen Pläne machen. Okay, Bro, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Verdammt. Bro, die will das sogar, hä? Digga, wie kann man jemanden wie Timmy mit seinen pinken Flamingo-Haaren überhaupt... Hä? Sie hat auch pinke Haare. Vielleicht deswegen. Oh mein Gott, stimmt. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Bro, du weißt, was das heißt, ne? Das bedeutet... Das könnten Geschwister sein. Bro, das bedeutet Hochzeitskrieg. Wir müssen diese Hochzeit stürmen. Bro, auf gar keinen Fall lasse ich das zu, dass jemand wie Timmy heiratet. Hä? Sind wir im falschen Film?